Das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs und heute schaut es mal her, heute bin ich bei einer größeren Mannschaft da. Geht es mir ein wenig auf Zeit, dass wir da einsetzen. Ah, oh, Wahnsinn! Hand, wie viele Leute insgesamt, Daniel, haben wir gesagt? Heute 20 gehen, rund um die 25, 28. 25, 28 Leute. Der Musikzug Rumansfelden, bei dem bin ich heute zu Gast. Und ja, 25, 28 Leute, heute gerade 20, ist das wegen mir, oder? Dass heute nicht so viel da sind. Genau, auch. Nein, wir haben leider ein paar krankheitsbedingte Ausfälle und ja, haben wir auch noch eine Aushilfe, gell? Haben wir eine Anweisung. Ja. Mich war auch so lange in keinem Rhythmus im Video mehr da. Der wollte unbedingt mit. Nein, danke dir schon mich, dass du da seist. Ja. Schön, dass du wieder dabei bist. Genau. Ja, ich schon ein paar Krankheitsfälle haben. Ja gut, Musik zu Rumansfelden. Erst einmal, wo ist ein Rumansfelden überhaupt? Ich gehe mal her zum Vorstand dieses Vereins. Das ist ein Musikverein, oder? Das ist ein Musikverein, wir sind auch gemeinnützig. Mhm. Genau. Rumansfelden, wo findet man das geografisch? Rumansfelden? Ja, genau. Hando, du Zuschauerinnen und Zuschauer, die außerhalb des Bayerischen Waldes. Also Rumansfelden findet man ganz einfach, wenn man vom Minger wegfährt, fährt man die Autobahn Richtung Deggendorf, fährt man an Deggendorf vorbei und bei der nächsten Kreuzung, genau da ist Rumansfelden. Genau. Und mehr oder weniger bei der nächsten Tankstelle sogar, oder? Bei der nächsten Ampel. Bei der ersten Ampel nach Minger, da ist Rumansfelden. Die erste Ampel nach Minger, also für alle Münchner Zuschauer, das müssen wir im Hochdeutsch auch reden, die erste Ampel nach München ist Rumansfelden und da ist der Musikzug Rumansfelden. Genau. Also da war mit der Peter, der Vorstand und dann der musikalische Leiter oder Kapellmeister, sagt man, oder? Der Dani. Ein Dani, den kennt ihr eh schon von diversen Waldmusik-Videos, der ist ja überall ein wenig vertreten, gell Dani? Ja. Aber da bist du als ja, Kapellmeister da. Wie lange machst du denn das schon? Wie lange mache ich das schon? Du hast das nicht vorbereitet, gell? Genau, das haben wir nicht abgeschmeißt. Zwei Jahre. Ich glaube, ja, eineinhalb Jahre hätte ich jetzt gesagt. Also mein Vorgänger war der Stich Andreas. Ja, ganz gut. Genau, der ist jetzt bei der Musikverein Neuhausen. Ja, auch. Und hat eine Musikschule in Neuhausen und ist auch beim Ringelstädter in der Band drin. Ah, da ist er drin. Genau. Und dem ist halt Zeit einfach zu knapp worden. Und dann ja, haben wir gesagt, suchen wir uns jetzt einen Neuer oder ja, irgendwer ist dann drauf ausgegangen, jetzt probiere ich es einmal. Und ich glaube, dass das die letzten eineinhalb Jahre gut hingehauen hat. So oft, weil wir zusammengekommen haben dürfen, weil man hat ja nicht oft zusammengekommen dürfen, vor allem mit so viel Leid. Ja. Und haben mit meisten Brunnen, mit den Blasinstrumenten wird wahrscheinlich auch schwierig sein. Das ist ganz schlecht. Wie gesagt, der Andreas hat uns am Anfang seine Schreinerei oder die Örtlichkeiten für seine Schreinerei zur Verfügung gestellt, weil wir da einfach das gehabt haben, da haben wir den Abstand auch halten. Und jetzt in letzter Zeit waren wir dann in der Turnhalle in Rumansfelden. Und ja, wie gesagt, seit heuer können wir endlich wieder in unserem Lohnraum. Ganz normal Brumm. Genau. Und ganz normale Sachen. Genau. Aber du hast eh schon anklingen lassen, du bist der Eigengewächs von dem Musikverein Rumansfelden, oder? Bist schon länger dabei, als du jetzt musikalischer Leiter bist? Ja. Wie lange bist du denn schon dabei? Ja, ich habe mir vorher, wir haben uns ja besorgt, kein. Also ich bin jetzt 23 Jahre dabei. Wahnsinn. Ja, mit 10 Jahren habe ich dann wirklich Spiel angefangen und mit 12 Jahren habe ich dann den ersten Auftritt gehabt. Genau. Wahnsinn. 23 Jahre dabei, ich glaube, Peter, das kannst du noch toppen, oder? Ja, ganz knapp drüber. Ja. Bist du drüber? Wie lange bist du denn schon dabei? Ich bin wahrscheinlich schon länger dabei, weil manche da ja nicht alt sind. Ja. 52 Jahre. Was? Ja. Sag's noch mit. Ja, ich schau zwar nicht so bist du alt als, aus. Bist du als Säugling da dazu gekommen, oder? So mehr oder weniger, ja. 52 Jahre. Ja. Das ist schon eine starke Leistung. Dann mit 9 Jahren, ja. Ja gut, jetzt kommt es aus, wenn du das bist. wie ist denn das? 52 Jahre bist du schon dabei, also den Verein gibt es schon ziemlich lange. Zu der Entstehungsgeschichte selber werden wir dann später noch was hören. Ja. Aber wie lange gibt es denn den Verein schon? Wann ist denn der gegründet? Den Verein gibt es jetzt mittlerweile seit 1962 ist er gegründet worden. Wahnsinn, 60 Jahre. Und dann immer noch super dabei. Die, ja, natürlich nicht alle von Anfang an dabei sind, ist ja ganz klar. Irgendwie keiner von direkt von Anfang, aber immer noch die Blasmusik, die die Leute begeistert. Ganz schön. Jetzt bevor wir dann das erste Stück einmal spielen, wie schaut es denn aus musikalisch? Wo findet man einen Musikzug, um uns Felden wiederholen? Wo sind denn so Sachen, wo du es gerne spielst? Das spielen wir alles gern. Wir spielen Volksfeste, wir spielen
viele Festzüge auch. Ja. Wo es ein wenig so ein Aushängeschild für uns ist, aber jetzt ein kleiner Fest. Ja. Am Sonntag. Ja. Das größte Fest im Bayerischen Wald, genau. Kann man sagen. Ja. Und drum muss fein, da ist noch ab und zu. Also sämtliche umliegende Volksfeste und was in der letzten Zeit nicht mehr war, das war die Maidwild in Passau. Die haben wir auch weit gespielt. Jetzt ja dabei. Eigentlich, ja. Wenn nicht, sind wir auch dabei. Also doch ziemlich die großen Feste, wo sie Niederbayern ein wenig so, genau. Ein wenig so abgehalten werden. Wer weiß denn, Dani, fragt dich noch, die letzten zwei Jahre, jetzt da die Corona-Zeit, war schon für die Gemeinschaft hart, oder? Wenn man sie war sehr schwierig, ja. War sehr schwierig. Wir haben geschaut, da haben wir, sobald wir zusammengekommen haben dürfen, da haben wir zusammengekommen sind, ist halt oft nicht gegangen und das war natürlich sehr schwierig. Weil jeder, also wie gesagt, alle meine Leute, die spielen, das unentgeltlich. Also wir werden für die Auftritte nicht entlohnt. Es gibt ein Maß Bier vielleicht. Und, oder zwei. Je nachdem. Je nachdem. Auf jeden Fall, wie gesagt, aber trotzdem sind die Leute dabei und die sind auch im Herzen dabei. Und das ist das Schöne bei uns. Ja, das ist wirklich spannend. Das ist schon ganz schwer. Ja, und jetzt sind wir wieder wirklich beieinander. Zuerst einmal stellst du mir an, würde ich sagen, oder? Bevor es dann wirklich ernst wird. Prost wieder noch. Prost. 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 Geht schon. Und dann würde ich sagen, machen wir die Bühne frei für das erste Stück. Was haben wir als erstes dabei? Als erstes haben wir gesagt, machen wir einen Walzer. Ein Walzer vom Holger Mück. Der Holger Mück hat, das war auch ein Verdienst vom Stich Andreas. Der hat auch eigentlich kein Bein. Und der hat uns auch einen Walzer geschrieben und der hat für uns auch mal einen Workshop gemacht. Ah ja. Der war bei uns, der war mit Fein. Und ja, der Luis hat sich recht mit einer Frau verstanden. Schön. Auf jeden Fall haben wir da einen Walzer und der heißt Träumerei in Mega. Super, auf den freuen wir uns jetzt schon. Ich werde heute nicht mitspielen mit der Blasmusik, da komme ich nicht so ganz zurecht mit meinen Instrumenten. Könnte es aber von Schmerzen wahrscheinlich, ist eh besser, wenn ich nicht dabei bin. Drum wir den Tisch noch raus, machen wir einen kleinen Cut und dann geht es weiter mit den Träumereien im Hintergrund. 1, 2, 3, 2, 2. Thank you.
Und jetzt habe ich zwei MusikantInnen des Musikzuges rum und zwei noch mit beiden hier vorne. Und zwar sind das die Anila und der Tobi. Eigentlich gerne beim Interview. Ja, ich fange mal bei dir um, Janina. Du sitzt dort da vorne normalerweise, gell? Bei den Flöterlern. Da taugst du, oder? Ja, das ist schön. Ja, das ist so schön. Wie lange bist du denn schon dabei beim Musikzug Romanzke? Mittlerweile sind wir 20 Jahre. Tatsächlich schon? Ja, ich bin noch gar nicht. Sieht man da auch nicht, okay? Das ist ja echt der Wahnsinn. Einen guten Stuttgart, ja. Super. Ja, seit 27 Jahren schon dabei, ununterbrochen, immer. Außer ja. Corona-Zeit natürlich. Außer Corona-Zeit. Was macht denn so viel Spaß am Musikzug Romanzfeld, dass man 27 Jahre lang mitspielt? Das sind einfach die Leute. Sagen die Leute? Gut so. Alle? Gut drauf, oder? Ja. Also, es versteht sich privat auch ganz gut, nicht nur musikalische Beziehungen, sondern. Ja, wir treffen uns privat zum Musikspielen. Ja, schön, ganz schön. Ja, und dann Tobi jetzt auch. Du bist noch ein bisschen jünger, oder? Du kannst jetzt noch nicht 27 Jahre dabei sein, oder? Nein, ich bin 2018, meine ich war das, bin ich dazugekommen. Und seitdem bin ich jetzt eigentlich dabei, meine zwei Jahre Corona-Pause waren nicht dazwischen. Aber sonst habe ich eigentlich schon geschaut, dass ich eigentlich so oft wie möglich dabei bin. Bin natürlich fast ein bisschen schwierig mit der Schicht, aber dass ich alles unter meinen Hut kriege. Aber wurde eigentlich bis jetzt immer gut hingehauen und macht es immer noch Spaß. Tobi, wie alt bist du? 21. 21. Und du sitzt da hinten normal, gell? Bei der Tuba. Und wie ist jetzt, also für so einen jungen, eher ja, schlanken Burschen wie die, ist untypisch das Instrument. Wie bist du denn dazugekommen auf die mächtige Tuba? Das fragt mich tatsächlich mehr Leute, weil da bin ich in der Realschule auf Fichtach gekommen und da hat mir das mal so meine Mama gesagt: Ja, schau hin, da haben die Musikanten von der Bläserklasse, machst du da nicht. Und, ja, eigentlich hat es mich nicht recht gefreut. Und dann sind wir doch einmal reingegangen und dann habe ich das ein bisschen durchprobiert und ja, dann haben wir gedacht: Ja, der Kleinste nimmt das ausnahmsweise mal das Restinstrument. Dann bin ich so dabei, dann super, das habe ich dann in der Realschule und jetzt haben wir es ein bisschen gelernt. Und nach der Schule habe ich ein bisschen Pause gehabt und dann bin ich da dazu gegangen. Muss man echt sagen, die Realschule Fichtach macht da ganz, ganz tolle Sachen, gell? Ich glaube, da ist noch einer, der auf der Realschule war, oder? Melde mal, dass man das sehen kann. Also, Realschulgewächs, da habt ihr ganz viel gelernt drin, gell? Also wirklich ein großes Lob aussehen, falls jemand sagt von der Realschule Fichtach. Da habe ich wirklich viel gelernt, auch. Ich habe auch gute Lehrer gehabt. Und mit dem Lukas habe ich in der Haben wir schon zusammen gespielt. Bei der Realschule haben wir miteinander gespielt, im Blasorchester. Ja, der Lukas kenne ich eigentlich einmal länger von der ganzen Truppe. Ah, super. Hat sich miteinander in eine Klasse gekommen, oder? Nein. Der Lukas meine ich, war zwei Klassen unter mir. Ja, okay. Na super. Und ja, macht der Fall frei bestimmt auch? Ja, sieht sich genug frei, weil die ganze Woche eigentlich, weil ich weiß, dass am Freitag Probe ist und dass ich hingekommen. Das ist ein schöner Freizeitausgleich, also da ist ein richtig Ausgleich, finde ich. Ja. Das kann man mit sonst eigentlich nichts vergleichen. Ja, super. Schaut her, da sind zwei Musikanten, die echt Freude haben bei dieser Sache. Und weil ihr so viel Freude habt, da die Song spielen wir schon mal drauf, oder? Schaut's aus. Trinken wir zuerst einmal. Prost, miteinander. Prost. Was haben wir denn überhaupt im Gepäck? Was spielen wir denn noch? Polka mit Herz. Polka mit Herz. Liebe Gäste, höret und staunet, Polka mit Herz, Name vom Musikzug Romanzfeld. Thank you.
schöner Stück, stehen wir jetzt wieder hier vorne, natürlich mit dem Peter, mit dem Dani und jetzt mit dem Lois. Der Lois ist genauso lang oder länger dabei wie der Peter. Wie ist denn das bei dir, Lois? Guten Tag. Mein erster Geburtstermin war der 10. Dezember 1969. Aha. Abends 19 Uhr Freitag. Aha. Und mein Papa sagt, jetzt gehst du in die Badewanne, da ist der Baden und kein Musikbuch. Dann bin ich eingeladen, hast du einen guten, Papa, bin schon fertig. Was so gerne Musikgruppe? Bin geschickt. 69, du hast ja einen kleinen Bauch, ne? Ja, 10 Jahre bin ich geworden. Aha. Und seitdem bist du dem Musikzug treu. Wunderbar. Der Lois sitzt hinten, den hat es wahrscheinlich nicht gesehen, weil an der Posaune hinter, zusammen mit dem Peter im Vorstand, der natürlich auch mitspielt. Lois, ja. Da ist der Musikzug noch jung gewesen, wie du dazu gekommen bist, oder? Das ist gewesen im Februar 1962. Ist rausgekommen? Im Gasthaus Schaffer rum uns Felden, das war praktisch Stammlokal von Feuerwehr rum uns Felden. Mhm. Wir haben die Jungs, damals auch mein Vater, Anfang 40 da gesessen, im Wirtshaus. Ein wenig, und dann, was machen wir? Eine Garenummer, einen Spielmannszug. Spielmannszug. Mhm. Und es war bei der Gründungsphase von Rum uns Felden, Feuerwehr, Spielmannszug. 1962. Mhm. Okay, vor 60 Jahren. Genau. Und wie ist dann der Musikzug raus? Es war jetzt mir lange Jahre der Spielmannszug mit Aufbau von Flöten, Trommeln, später dann Fanfaren und haben dann zusammen kombiniert worden in diesem Feuerwehr-Spielmannszug. Und dann, also ist immer, wir waren dann auch damals auch sehr erfolgreich. Wir haben damals hat es gegeben in dieser Zeit so gewisse Meisterschaften. Mhm. Bayern-Meisterschaften als Organisation. Und mal sagen, waren wir ungebrochen immer. Top von dran. Super. Mhm. Nächster Pokal war 1970, Fuß im Wald, Flötenpokal. Heute mhm. Hoffen wir mal losgehen, aber ich war Flötenpokalsieger. Mei, schön. Sauber. Ja. Mhm. Und dann später hat es entwickelt und dann hat es dann so und so und dann haben umgezogen worden auf Musikzug. Mhm. Wenn ich das sagen darf, dann habe ich eigentlich nicht gemeint, war ich jetzt Schmidt, was ja, ist, war S-Saxophon. Seht man nicht gescheit, heute wegen Eindruck, gell? Ein S-Saxophon auf der Kappen. Hast du die Kappen auch schon seit 1960? Nein, das und dann mit dem Umbau dann sind, und dann haben wir dann größten Musikzug und Spielmannszug. Ah ja, und dann bis zum. Und dann haben wir Preise gekriegt mit Hörnern, Klarinetten, Saxophone und wenn man weiß, ob es keinen Bass nicht gibt, sondern einen Sussaphon. Mhm. Das Gerät da, das war ein Horror, nicht? Aber haben wir auch eingebaut gehabt. Und waren wir dann auf bayerischen Meisterschaften, das ging mir so auf Einigung, waren wir x-mal, wenn ich sage, was ist, ohne Glauben, ich kann es auch gelingen, es ist immer erster bayerischer Meister. So, dann habe ich das geglaubt, wir waren alle süchtig geil aufs Lernen. Deutsche Meisterschaft, haben wir uns bald gesehen. Ergebnis, einmal Platz 3, einmal Platz 4 in der deutschen Meisterschaft. Super. In Hüsbach und bei den Frankenbuschen. Super, super. Ja, und dann haben wir gearbeitet und dann. Und jetzt sitzen wir da, gell? Jetzt sitzen wir da. Oder stehen wir da? Wir stehen da, seit 52 Jahren noch kein Minute bereut. Schön. Ganz schön. Schön, wenn man dabei hat, der wirklich die Jahrzehnte mitgemacht und alle Höhen und Tiefen die gesehen hat. Ja, der Rausch war schön, mit 10 Jahren. Was brauchst du, war Rindel gehabt, bald drinnen mal. Ja, dann, bla, oh Gott, schön. Papa, wir spielen wieder, nächste Woche, ich bin dabei. Ja, super. Ich gehe mitspielen, das ist schön was. Ich hab noch zwei Schwestern, die haben auch mit Fett Martin gewonnen zum Spielen, ne? Zum Spielen, ja. Der Mama gesagt hat, es ist auch nicht gut. Ja, das ist gut. Jetzt hat es alle gut. Und dann kämpft es wieder. Und kämpft es auch wieder. Papa war erst eingegangen, Mama passt, dann würde der Rösel kommen. Und dann habe ich gesagt, mein zwei Schwestern. Ja, dann haben wir gelaufen, ne? Super. Ab jetzt sind wir ins Bett gegangen, Feierabend. Ja, super. Schön. Auch noch Bruder und Schwester. Ja. Haben wir verhängt, etwas familienmäßig dabei. Ja, genau. Wir sind die zwei Hübschen da. Ja, der Link ist der Hübsche, der andere ist der Hübsche. Vater und Sohn. Vater und Sohn, ja, super. Oder wie bei mir. Du auch. Tochter und Vater. Tochter, gehen wir ja Zeit, dass wir Tochter sehen. Ja. Sehen wir gut, oder? Ja, und das Highlight war von unserer Karriere. Da waren wir drüben in Amerika, Steuern Karriere, 96. Mhm. Haben wir gespielt, der 50 E-Film. Psst. Andere. Haben wir schon gleich gespielt. Da war ich dabei, der Peter. Und wir waren ein Jahr. Das war die geilste Zeit. Washington, Philadelphia, Toronto, Kanada, Niagarafälle, haben wir alles durchgezogen. Wahnsinn. Das war unser Highlight. Das war das Schönste. Ich war nicht geflogen. Ich habe Tote voll gehabt, bis ich das ich war immer das Ding da und mal da früh gesagt, da komme ich nicht mehr nicht um. Ja. Aber wenn ich mich zum Beispiel geschafft habe, hast du das auch, ja, es hat gepasst. Wenn du jetzt einmal von vorher ja. Ja, das war praktisch ja. Stark gerade von dem ausländischen, deutschen, amerikanischen Doktor.
Und dann ausgeben, haben wir dann gleich verteilen dürfen. Und haben wir noch einmal angeschaut, die ganze Sache. Bill Clinton, Präsidentin. Von der Weiten Sänger. Saxophon. Ja, Saxophon. Bill, ja, der Bill. Bill, du wirst wieder Saxophist. Alle, der Bill sogar. Ich weiß nicht. Was ist das? Bill Six. Ja, muss man. Ich kann nicht spielen. Cool, auch nicht lassen, dann können wir stehen bleiben. Ja, und deswegen haben wir immer dabei und wir haben kein Geräusch. Schön. Wie ist jetzt das, also frage ich dir mal, Peter, wie ist jetzt das, wenn man einen Musikzug Rummans Fan für den Fest buchen möchte, habt ihr eine Homepage oder wie kommt man an? Wir haben eine Homepage, wir haben eine Facebook-Seite, also wir sind wir im Internet voll vertreten. Also Musikzug Rummans Fan, wenn ich eingebe, dann kommst du, dann komme ich auf den Kittel. Es gibt kein zweites Rummans Fan und schon gar keinen zweiten Musikzug. Es gibt eine Blaskapelle in Rummansfeld, die hat es früher schon gegeben, aber mit denen haben wir nicht. Das ist der Musikzug. Genau, das ist eine Anklärung. Bevor wir jetzt zum Schluss des Videos kommen, was erhofft sich denn für die Zukunft des Musikzug Rummansfelds? Ja, auf jeden Fall, dass wir Nachwuchs zubringen. Wie gesagt, das hat mit den Bläserklassen eigentlich bis jetzt schon nicht gut hingehauen. Aber ist, wie gesagt, der darf weitergehen. Also, wenn Sie irgendwie, liebe Zuschauerinnen oder Zuschauer, jung seid, zwar Nachwuchs oder kann ein Nachwuchs auch alt sein? Über 63 darf alles dabei sein. Ja, das darf auch. Sag jetzt einmal, alte Musiker, die wir aufgehört haben, die waren gern wieder und wir spielen da. Danke auch schon. Da ist am Nummer jetzt gleich Werbung dafür. Ja, das war schon. Wenn ihr aus dem Umkreis seid, sind wir 10, 15, 20 Kilometer, wer zum Musikzug Rummansfeld dazugemächt. Ich muss wirklich sagen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist ein ganz netter Haufen und gut spielen uns auch noch. Und ja, dann meldet euch einfach beim Dani oder beim Peter, ist ja ganz egal. Genau. Ja, und jetzt zum Dringen, zum Abschluss. Darf ich noch ganz kurz sagen? Ja. Wir haben ja eigentlich die Lokalität heute gewechselt und ich möchte jetzt ganz kurz das Augenmerk auf die Örtlichkeit wenden, wo wir da sind. Und ich möchte ganz kurz nur sehr, sehr guten Werbung machen für einen Schlossstadel in Linden und die Hohlmeier Maria, die uns da hängt, unentgeltlich hinlassen hat. Wie gesagt, es werden sehr viele Hochzeiten abgehalten und wenn einer nicht weiß, wo er seine Hochzeit abholt, schaut es vorbei. Ich glaube, ich habe auch Facebook-Seiten und irgendwas. Schlossstadel in Linken. Ja, eine super Location. Das wollte ich nur lassen. Ja, auf da bin ich stark. Und was ich noch möchte, wenn wir schon los muss ich da hinten haben und ein Bier haben, wie schaut es aus mit einem Prosit? Ich hätte eigentlich ein Prosit gelöst. Darf ich echt nochmal Dankeschön sagen an den Musikzug Rummansfeld, Dankeschön an Vorstand, an Peter, Dankeschön an Dani, Dankeschön an euch alle, dass ihr die Gaudi mitgemacht habt. Und liebe Leute da draußen, wenn euch das gefällt, schaut natürlich dabei auf der vorbei auf der Facebook-Seite oder auf der Homepage vom Musikzug und drückt unbedingt auf Gefällt mir und abonnieren und allem drum und dran. Und bei mir vielleicht auch, wenn euch die Videos gefallen, drückt auf Gefällt mir, klickt auf Abonnieren, das darf mich ganz neidisch freuen. Ich möchte auch noch was sagen, 52 Jahre und keine Sekunde nicht bereut. Nichts hat das, Jungs. Das ist ein Traum. Genau so ist es. Ein super Abschlusswort. Und ich sage noch, liebe Leute da draußen, bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Wald. Vielen Dank. Servus. Servus.